Hallo, hallo und hallo und herzlich willkommen zurück. Ich spiele wieder Blade & Soul. Ich habe gerade was entdeckt. Hier steht empfohlener Server Windweide. Und wir haben ja letztes Mal im Bambusdorf oder auf dem Server Bambusdorf den Charakter erstellt. Gut. Hätte ich vielleicht ein bisschen früher lesen sollen. Ich weiß auch gar nicht, ob es gestern da stand. Ich klicke jetzt auf Spielen. Ich bin in einer Warteschlange. Okay, also anscheinend loggen sich dann doch einige in dem Bambusdorf an, ne? So, jetzt lädt es wieder ewig. Ja, gut, auch ganz interessant. Ich weiß auch gar nicht, wieso Windweide jetzt halt besser sein soll. Anscheinend sind da mehr Spieler. Oder ist das der Anfängerserver? Vielleicht spielen auch hier bessere Leute, einfach weil die in der Beta mitgespielt haben. Ja, ich weiß es nicht. Ja, wir sind letztes Mal ganz am Anfang noch stehen geblieben. Ich habe gerade mal die erste Quest, habe ich gerade mal abgeschlossen. Und das war, sich eine Rüstung anzuziehen. Also nicht sehr, sehr viel. Ja. Das gibt's nicht. Das lädt zu lang. Endlich. Sie hat sich auch mal dazu entschieden zu kommen. Ja gut, vielleicht schaffen wir es ja heute noch einen Mob zu schlagen. Vielleicht auch nicht. Mal gucken, wie schnell die Zeit noch läuft. Ja, ja komm, lauf, 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 lauf. Ja, gut. Na komm, das ist unfair. Okay, so jetzt. Drehung übrig, 2. Daily Dash, okay. Drehen, habe ich selbst noch nicht gemacht. Fünf. Ah, ich habe einen Heiltrank. Okay. Hey, das ist doch saugeil. Also das haben sie sich echt Geld einfallen lassen. Was gibt's denn hier so? Nachtmond. Erschaffen von Edosky, Gewinner des europäischen Kostümwettbewerbs. Ah, anscheinend ist es einfach nur so halt. Ich hab doch noch Drehen übrig, wieso? Ist ja blöd. Okay. So. Wir sollen jetzt der hier hinterherlaufen. Und weckt. Ja, genau, den sollen wir jetzt erwecken. Stimmt, das war die letzte Aufgabe. Den sollten wir aufwecken, weil er immer so lange schläft. So, was ist auch noch mit dem Reden? Ein neuer Tag. Wir sollten heute wieder kämpfen, Grashüpfer. Gestern hatte ich euch fast. Okay, anscheinend hatten wir mal ein Duell mit ihm. Hat der uns da vielleicht in dieses Meer geworfen? Dreht euch um und bewegt euch zum grünen Bereich. So, jetzt müssen wir wieder mit der sprechen. Okay. Die hat jetzt irgendwie nicht viel gesprochen. Ja, hallo, ich dachte, wir sollen gegen ihn kämpfen. Hier ist auch gleich irgendwelche. Okay, doch kein Monster. Ist ein Hund. Okay, ist nur ein Hund. Sag mal, was haben sie denn den zu essen gegeben? Schau dich mal das an, wie groß der ist. Ihr habt verschlafen, Grashüpfer. Bei mir faulenzen Schüler nicht. Wieso sind wir eigentlich immer Grashüpfer? Grashüpfer, okay.
Der Meister bittet um ein Treffen vor seinem Gemach. Lu Sung ist irgendwo unterwegs. Geht ihn bitte mit Jin Yong suchen. Das Treffen beginnt bald. Beeilung. Ich habe irgendwas bekommen. Inventory? Nein. War das jetzt ein Skill oder? Drückt M, um die Karte zu öffnen, drückt das den WB. Okay, warte, ich kann mal. Okay, das ist chillig. Hier unten habe ich auch die grüne Leiste, ist meine Ausdauerleiste, das heißt, da bin ich dann um einiges schneller. Okay. In anderen Spielen braucht man dazu irgendwie Jetpacks. Habt ihr den Sprung gesehen? Schaut mal hin. Da kann man ja eigentlich fast. Okay, achso, gut. Okay, das soll so passieren. Ja, der kann fliegen, aber wir können so hoch springen. Die Wolken ziehen auf. Was macht ihr denn hier? Alle warten schon. Ja, ich wollte gerade aufbrechen. Oh, unser kleiner Grashüpfer ist aber früh wach. Ja, und zwar dank mir. Was ist los? Da drüben. Sie ist noch da. Ah, okay. Der frühe Vogel fängt den Wurm, nicht wahr? Ja, okay, ja. Wer hart trainiert, wird belohnt. Auch euer Tag wird kommen, Grashüpfer. Ich hoffe, dass auch meiner bald kommt. Gehen wir zum Übungsplatz? Benutzt die Taste Space während, also Leertaste, während eines Sprungs. Fallschaden? Okay. Ich hab gleiten gelernt. Ja, wo ist denn das ganze Zeug? Ah, okay. Hey Leute, das ist unfair. Ich hab verkackt. Wo sind die Zinnen? Jetzt muss ich mit dem hier quatschen, oder wie? Alle da? Gut. Dann kommt her. Näher, bitte. Ich muss euch etwas Wichtiges sagen und meine Stimme ist nicht mehr, was sie einst war. Vor langer Zeit war die Hongmun-Schule im ganzen Reich bekannt. Leute auf der ganzen Welt wollten unsere Techniken lernen. Die Hongmun-Künste. Ich kann nicht mehr so viele Schüler lehren wie früher. Nur einige habe ich gewählt, um sie auf den Weg der Hongmun zu schicken. Die Techniken sind mächtig. Nur Barmherzige und Ehrenhafte sollten sie nutzen. Um die Geheimnisse auf dem Weg der Hongmun zu lernen, müsst ihr selbstlos handeln, Notleidenden helfen, das Gesetz achten und aufrichtig leben. Das ist der Weg der Hongmun. Ich nehme die Hongmun-Künste nicht leicht. Nur jene bekommen den Folianten der Kampfkünste, die für den Weg bereit sind. Trainiert weiter und zeigt Respekt. Mit der Zeit werdet ihr alle lernen. Wo war ich? Ach ja, Grashüpfer, kommt bitte mit mir. Mann, ich will mich klopfen und nicht. Und nicht irgendwie. Okay, der ganz schön schnell, du. Aber nicht irgendwie hier rumlaufen. Ihr seid schon eine Weile bei uns, ja? Jetzt gilt es, euer Training voranzutreiben. Ja, bitte. Nehmt das Buch aus dem Regal. Ihr braucht es, um eure Fertigkeiten zu verbessern. Buch. Fähigkeiten. Alles nehmen. Ach, da unten was, ja. K. Boah. Das ist jetzt erstmal so ganz typisch. Ich schaue rein und habe erstmal überhaupt keinen Plan, was ich machen soll.
Fähigkeiten. Was ist denn das? Eure Fähigkeiten des Windwandels. Windwandels, okay. Höhere Stufen erlauben längeres Windwandeln ohne Unterbrechung, okay. Ist das jetzt das, was wir bekommen haben vielleicht, oder? Ich habe gerade gar keine Ahnung einfach. Nein, Abbruch. Ticket zur Trainingerweiterung. Das sind Trainingspunkte. Muss ich jetzt vielleicht erstmal... Ah, okay. Ich vertraue euch dieses Buch an. Es mag euch jetzt nicht hilfreich erscheinen, aber mit jeder neuen Stufe, die ihr erlangt, wird euch das Buch neue Fertigkeiten und Techniken zeigen. Lasst euch von ihm auf eurem Weg führen. Da ihr nun das Buch habt, seid ihr bereit, die Hongmun-Künste zu lernen. Ich kümmere mich sonst persönlich um meine Schüler, aber mir geht es nicht gut. Na, das können wir entschuldigen. Wir haben jetzt ja so ein cooles Buch. Jungmok ist ein guter Lehrer. Bringt ihm das Buch zum Übungsplatz. Hört zu und trainiert fleißig. Ihr werdet mich stolz machen, Grashüpfer. Oh, okay, jetzt. So. Ah, ich muss nach da hinten. Das ist jetzt nicht mehr hier. Nein, stopp. Ich konnte doch viel, viel höher springen. Ah, ich bleib dann einfach gleich auf der Leertaste. Okay, dann nicht. Basis. Ich bekomme hier Nebelhieb, Tauhieb und Mondhieb. Das ist der hier der beste. Also zumindest vom Schaden her. Ihr habt gelernt. Inventar. Angriffskraft, Trainingsdolch, okay. Jetzt haben wir ihn. Was ist denn das jetzt? Haltbarkeit. Der ist jetzt schon halb kaputt. Ist doch gar nicht. Ah, okay. Und so können wir jetzt halt dann schlagen. Und nach jedem Schlag kommt da eine andere Fähigkeit nach unten. Wenn ihr seht, irgendwie das geht die ganze Zeit so unten durch. Beginnen wir mit dem Training. Ich erwarte eure volle Aufmerksamkeit. Also, klicken. Der Gegner muss anvisiert und in Reichweite sein, damit eure Fähigkeiten wirken. Selbst die besten Fähigkeiten sind nutzlos, wenn sie das Ziel nicht erreicht. Die Grundtechniken der Nachtklinge sind Nebelhieb, Tauhieb und Mondhieb. Visiert euer Ziel an und seht die verfügbaren Fertigkeiten am Bildschirmrand unten. Jetzt redet ihr auf einmal wieder. Mit wiederholtem Linksklick benutzt ihr Nebelhieb, Tauhieb und Mondhieb hintereinander. Sammelt damit Konzentration. Das ist aber Fokus. Konzentration wird durch mächtigere Fertigkeiten verbraucht. Bekommen wir jetzt hier oder was? Anscheinend. Ich klicke jetzt mal Z. Das ist anscheinend eine Bombe, okay. Mit der Taste bla, 4 Balken Fokus gesammelt habe, benutzt Z, Lampe zur Explosion, wenn es komplett fragt. Okay, den können wir anscheinend dafür fragen. Okay. Z. Und jetzt hat. Ah, okay. Gut, einfach nochmal dann. Jetzt klicke ich mal auf 1.
Oh, die können mich auch angreifen. Lauf jetzt mal so rum. Sondern klicke ich jetzt Z. Okay, das war jetzt nicht ganz getroffen. Verfolgt er mich? Verfolgt er mich? Wieder bekommt neue Leben, wenn ich den... Ah, da war gerade F stampfen irgendwie. Wenn ich jetzt mit hier drin bin... Blaue Trainingspuppe. Wenn ich das Gericht richtig lesen könnte. Wo ist das dieser Rückgratbohrer? Also, während ihr euch im grünen Bereich auf dem Boden befindet, greift den Gegner mit der Fähigkeit 1. Mit der Fähigkeit 1 Schattenspurt von hinten an. Aktiviert Tarnung und drückt dann die Taste, also die linke Maustaste, um Rückgratbohrer anzuwenden. Welche Tarnung? Okay, ich gehe jetzt mal hier rein. Und setz 1 ein. Und jetzt setze ich das hier ein. Und habe ihn gewonnen-hittet. Okay. Soll ich das jetzt noch öfter machen, oder wie? Na komm. Ah, okay, hat einen Cooldown. Hör doch auf zu blinken! Halte die Taste Alt gedrückt und klicke links auf das Symbol der Questliste. Okay, gedrückt halten. Okay. Halte die Alt-Taste gedrückt und klickt links auf das Symbol in der Questliste. Links, was ist denn da für ein Symbol? Hier oder was? Ein Grashüpfer, der nur am Tage trainiert, kann nicht die Dunkelheit bekämpfen. Wollt ihr ein wahrer Wunschschüler werden? Dann geht zur Höhle der Prüfungen und stellt euch eure Angst. Hat man euch in die Höhle der Prüfungen berufen? Ja, allerdings. Das habt ihr heute gut gemacht, Grashüpfer. Wir trainieren weiter, aber ihr seid ein guter Schüler. Na. Eure nächste Prüfung wird schwerer. Alle Hongmun-Schüler müssen die Höhle der Prüfungen absolvieren. Der Test repräsentiert die Angst, die wir alle in uns tragen. Ein wahres Hongmun-Mitglied schafft es, diese Angst zu bewältigen. Ich bringe euch zur Höhle, aber ihr müsst sie allein betreten. Okay. Hammer. Können wir, achso, okay, ich dachte jetzt irgendwie, wir können mal kurzzeitig fliegen. Also richtig fliegen, nicht nur dieses hier. Ich kann das zwar nicht lesen, wenn der so schnell wegläuft. Mal gucken, wenn er keine Ausdauer mehr hat. Ja, er läuft einfach ganz normal weiter. Hier. Okay. Also jetzt einfach reingehen anscheinend. Sollen die Trainingspuppen angreifen. Okay. Höhlentrainingspuppe. Sind hier oben auch welche? Bam! Ah, okay, die greifen mich gar nicht alle automatisch an. Kann ich jetzt ja zack, zack. Ja, okay, das ist schon geil. Warte, F? Ach nee, jetzt, verdammt. Jetzt hab ich's verkackt. Okay, ich versuch's nochmal. Wenn Z geht, ich will mal dieses Stampfen ausprobieren, wenn der am Boden liegt. Z, Z und jetzt F. Ja, okay, das war jetzt nicht so die coolste Sache. Was ist das? Was geht der Krieger? Was steht da? Was? Ihr müsst meditieren, um euer Qi 1 zu regenerieren, okay?
Ich will aber auch wissen, was 1, was 2 und was 4 ist. Warte mal, alt? Um Hilfe bitten? Zurück. Das war jetzt aber schon gewollt, dass der so stark ist, oder? Weil, also, wäre mir echt schleierhaft, wie ich den dann besiegen soll. Boah, und der Chat nervt mich ja. Vielleicht kann man das jetzt irgendwie umstellen, dass die Pflicht nicht ganz so nervt. Ja, okay, so ist es auf jeden Fall besser. Hier sehe ich alles andere. Benutzt den Heiltrank durch Drücken der Taste 6 und stellt eure LP wieder her. Blub. Und jetzt hat... Ah, okay, der heilt gar nicht auf einmal. Das dauert dann trotzdem noch. Meister Hong glaubt wohl an euch. Geht in euch und kommt zurück, wenn ihr bereit seid. Level 3, verlasst die Höhle und dann macht irgendwas anderes. Steht zumindest da unten bei Kapitel 8. Kann ich jetzt hier verbessern oder? Ich habe noch keine Punkte bekommen. Ich muss nur noch herausfinden, was man bei einem Level abbekommt. Also man bekommt ja normalerweise immer so Skill Points, aber Blade and Soul ist ja nicht wie jedes andere, Spiel. Also kehrt zur Schule zurück. Ja, auf jeden Fall ist nicht wie jedes andere Spiel, deswegen. Ja, ich will mich. Ah, jetzt kommt schon wieder so eine Szene. Ich nehme das jetzt echt. Oh. War das ein Pfeil dann durch? Oh. Oh nein! Nein! Das war doch unsere, also nicht unsere feste Freundin, aber das war doch... Okay, die rächen wir. Aber ich will... Unsere ganzen Freunde gehen hier drauf. Was ist denn das? Und der ist enthässlich und fett. Okay, das flasht mich jetzt schon irgendwie. Oh, jetzt kommen wir, oder? Bam, 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 zack, zack. Unhold. Wir müssen die Voraussetzungen erfüllen, um diesen Gegenstand benutzen zu können. Welcher Gegenstand? Wieder von hinten angeschlichen. Oh yeah. Nein, ich will meine Freunde zerbrechen. Also auch die anderen besiegen hier. Ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass die trotzdem noch ein bisschen zu stark sein werden.
war das schon alles. Anscheinend war selbst meine tägliche kleine Dosis Gift zu viel für euch. Gift? In einem Trunk? Wieso? Tja, wieso nur? Ich hätte den Folianten der Kampfkünste einfach stehen sollen. Allem Anschein nach hätte mich sowieso kaum jemand aufgehalten. Wirklich, Meister. Das waren die legendären Hormonkünste. Geht beiseite. Hm? Oh shit. God Mode, Level 9000. Oder ihr rettet ihn. Das liegt bei euch. Das sind aber schon wir da am Boden, oder? Naja, also für das Hexenlachen hätte sie echt eine verdient. Landen wir jetzt gerade schon wieder im Wasser oder ist es jetzt die Vorgeschichte gewesen? Soll ich runter und ihn erledigen? Nicht nötig. Keiner überlebt die Schwarzrose.
Also eins ist sicher, so ein Schwert, wie die jetzt bekommen hat gerade, oder sich erstohlen hat, will ich auch. Okay, also war das nur die Vorgeschichte. Dann erklärt sich das auch mit einem Tag zuvor, was da vorhin kam. Okay. Zoomt langsam heran. Okay. Können wir gleich mal ausprobieren. Also wenn wir einfach dann im Spiel sind, Alt drücken, um die Kamera zu bewegen und einen Charakter anzusehen. Zoomt langsam heran, dann dreht sich der Charakter um, okay. Also dann war das bisher das Tutorial. Also ich hoffe, es geht jetzt nicht noch weiter mit dem Tutorial. Da unten steht schon wieder Skip, also heißt es, es kommt wieder ein Film. Seid ihr in Ordnung? Was ihr durchgemacht haben müsst? Ich bin Nam Soyo. Ich sage Papa, dass ihr aufgewacht seid. Ihr kennt Ochun nicht? Er ist von der Hongmoon-Schule, wie ihr. Verließ das himmlische Heiligtum vor langer Zeit. Aber hier ist er eine Legende. Er ist Hauptmann der Bambuswache und kämpft gegen die schwarze Ramme. Papa kämpft ständig. Ich fürchte um sein Leben. Also... Bambuswache, das heißt, der Server hat wirklich was damit zu tun. Die schwarze Ramme ist bereits am Strand. Ich bin so in Sorge. Hätten wir nur mehr Krieger, das könnte das Ende sein. Wirklich? Hab Dank. Aber seid vorsichtig. Alle sind schon draußen. Vergesst eure Waffe nicht. Ob Kosol Jun weiß, was zu tun ist, er ist draußen. Waffe? Ja, wir haben die doch sowieso an, oder? Aber kämpfen endlich, ich will kämpfen. Ich soll mich schon widersprechen, ich will kämpfen. Wartet ihr auf eine schriftliche Einladung? Geht, wir müssen das Bambusdorf vor diesen Marodeuren retten. So, jetzt müssen wir wieder irgendwas schleppen. Sprechen. Ihr seid der Hongmoon-Schüler? Wie der Hauptmann? Für einen, der fast gestorben ist, wirkt ihr recht kräftig. Seid ihr nur halb so gut wie der Hauptmann, wärt ihr eine große Hilfe. Dochun fischte euch aus dem Wasser. Rennt rüber und zeigt ihm eure Dankbarkeit. Ihr könnt ihn nicht verfehlen. Er ist die Ein-Mann-Armee am Strand. Die Ein-Mann-Armee. Okay. Oh, shit. Ja, so ist er. Ihr möchtet ihm helfen? Er ist ein großer Krieger, aber etwas Hilfe ist ihm sicher recht. Eure Einstellung gefällt mir.
Geht zur Küste und macht euch nützlich. Sun Jun und Johun sind schon unterwegs und werden euch helfen. Perfekt. Jetzt kann ich kämpfen, Zack, zack. Sind wir schnell unterwegs und fliegen hin. So, bam. Okay, den hat er mir geklaut. Nein, da ist er noch. Besiegt die Küstenmarinesoldaten und erwacht. Ach so, Elite-Wachen. Ist das aufsammeln? Nein. Ach komm. Ja, sagt mal, kann ich vielleicht mal auch irgendwie was bekommen hier? 2 von 3. Schon wieder. Komm, lauf. Das gibt's nicht. Hier hinten, da sind einige. Oh, da ist was los. Wenn jetzt auch noch getötet werden hier, ne? Och, Mann. Das sind alles Online-Spieler hier, oder? Also zumindest die, die jetzt keinen grünen Namen haben. Jetzt habe ich ihn. So. Was haben wir? Da ist ein Bewusstlosen. Ah, da hinten zum Beispiel einer. Ach komm. So, der Wache helfen. Sollen wir jetzt immer noch da hinten bringen? Können wir damit springen? Perfekt. Einfach mit ihm sprechen und dann hier fallen lassen? Er ist bewusstlos. Ein Glück, dass ihr vorbeikamt. Guak Chil ist ein guter Junge. Er verdankt euch sein Leben. Wartet. Ihr seid der, den Dojun gerettet hat. Unglaublich, dass ihr noch stehen könnt. Eine Wunde wie eure habe ich noch nie gesehen. Faszinierend. Dojun nannte es mal das Mal der Schwarzrose. Er dachte, ihr würdet nie mehr aufwachen. Unglaublich. Ruht euch aus und sprecht dann mit ihm. Die schwarze Ramme hat sich vorerst zurückgezogen. Und ich kann mich um die Verletzten kümmern. Die kommen aber wieder. Geht zurück ins Haus der Heilung, wo ihr erwacht seid. Ich hole Dojun und wir arbeiten einen Gegenangriff aus. Los, zeigt ihn mir. Da. Nein, andersrum. Hier, okay. Hey, und jetzt? Ah, okay. Da musste erst kommen. Gut, dass ihr eure Stärke wiedererlangt habt. Ihr wart lange bewusstlos und ich fürchtete bereits das Schlimmste. Aber Schüler der Hongmun-Schule sind zäh, wie ich. Oh ja. Ich war einst Meister Hongs Schüler. Mein Name ist Dojun. Ich bin der Anführer der Bambuswache hier. Vor einigen Nächten sah ich einen Feuersturm über dem himmlischen Heiligtum. Ich fuhr hin, um zu helfen. Doch ich kam zu spät. Ich sah die Verwüstung. Leichen im Meer treiben. Was ist in der Hongmun-Schule passiert? Jin Soo-yun? Meister Hong hat sie ein oder zweimal erwähnt. Was hat sie zu dieser abscheulichen Tat getrieben? Wie konnte sie in die Schule eindringen? Himmel, Lu Sung? Ich bin ihm nur einmal begegnet. Er hatte etwas Unheimliches an sich. Sag mir, konnte Meister Hong dem Massaker entkommen? Das zu hören betrübt mich sehr. Doch meine erste Sorge gilt der Sicherheit des Dorfes. Die Marodeure der Schwarzen Ramme, die das Bambusdorf angriffen, müssen gestoppt werden. Vielleicht kann ich etwas über Jin Soo-yun in Erfahrung bringen. Könnt ihr so lange helfen, das Dorf zu verteidigen? Ich werde helfen, das Dorf zu beschützen. Das freut mich. Ich spüre großes Potenzial in euch. Unter Kriegern nennen wir Personen wie euch Jian. Geht und macht der Hongmun-Schule Ehre, Jian. Jetzt sind wir Jian und kein Grashüpfer mehr. Okay, abschließen. Jetzt müssen wir schon wieder reden, okay. Schön, euch wiederzusehen. Danke für eure Hilfe zuvor. Tut mir leid, dass ich unhöflich war. Ihr seid schon in Ordnung. Der Hauptmann traut euch, das reicht mir. Eine Ehre, mit euch kämpfen zu dürfen. Von dem kleinen Meister kann ich das nicht behaupten. Oh, ich meinte Dodan, den Sohn des Hauptmanns.
der sich für einen Helden hält, aber nur ein verantwortungsloses Kind ist. Irgendwie ist Dodan nie da, wenn die schwarze Ramme angreift. Und es kann ein Zufall sein, dass uns genau dann immer die Munition ausgeht. Ihr wirkt ruhig und verschlossen. Könnt ihr ein Geheimnis bewahren? Er ist zwar der Hauptmannssohn, aber er verhält sich verdächtig. Könnte Dodan der Spion sein? Sagt es keinem, aber ich bin ihm gefolgt. Er verließ seinen Posten und ging zur Küste. Er und sein Kumpan schlichen herum, als fürchteten sie, beobachtet zu werden. Also sagt ihm jetzt auch schon Geheimnisse und alles und vertraut mir. Aber ist ja ganz normal, wenn man sich schon jahrelang kennt, dann macht man sowas. Dann kam ein Schiff der schwarzen Ramme. Ich lief zurück und warnte alle. Dodan lief sicher zum Lager der schwarzen Ramme. Die schwarze Ramme muss sich ganz in der Nähe verstecken. Sicher trägt einer der Küstensoldaten eine Karte bei sich. Ihr habt Dodan gefunden? Puh, was ist denn hier los? Oh Gott. Weil alle sehen gleich noobig aus, weil das hier echt Anfangsquests sind. Aber gut, ich darf da natürlich nichts sagen, ne? Ich bin ja selbst kein Stück besser. Jetzt geben wir irgendeinen besorgt eine Karte von den Küstensoldaten der schwarzen Ramme. Okay. Ah ja. Das heißt, wir dürfen jetzt so viele töten, bis wir halt dann so eins finden. Kann ich da was anfangen? Oh. Oh. Jetzt haben wir die Karte. Ich muss jetzt sammeln. Natürlich ans andere Ende. Wir können hier aber eigentlich auch hier ein paar mitnehmen. Zack, zack, zack. Oh, da steht immer Kickdown, glaube ich. So, weiter. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Können wir uns da anschleichen? Können wir uns da anschleichen? Oh, zack. Oh. So sind die echt verdammt leicht, wenn man sich da anschleicht. Nochmal kurz machen. Zack. Und. Ah, okay, jetzt geht's halt leider nicht. Ich klicke auch mal kurz auf Alt. Wenn ich jetzt ranzoome, dreht er sich dann um. Nein. Aber wir können uns hier so drehen. Ah ja, okay. Das heißt, später, wenn wir das so richtig geile Rüstung haben. Schau mal, wo trägt denn der sein Dolch? Mitten im Rücken. Okay, könnte langsam mal ein bisschen wehtun, wenn die Spitze da die ganze Zeit durchscheint. Aber, na gut. Muss er wissen. Hier steht noch die XP. 730 von 1600. Oh. Oh. Okay. Gehen wir mal ganz bedacht weg. Och nee, ich dachte, ich kann jetzt da besser drüber fliegen. Geht das jetzt echt nicht? Also die wollen mich da jetzt echt nicht drüber lassen. Mordsprünge und Flüge einbauen und dann kann ich nicht mehr über so einen... Ah ja, okay, deswegen vielleicht. Gut, okay. Oh, hier scheint aber einiges los zu sein. Ja, aber die Gegner, die gehen ja voll klar. 9 XP waren das gerade für den Kill. Ich schau jetzt nochmal kurz, wie viel geben die denn hier? 17. 17. Nee, damit schafft man, glaube ich, kein Level, wenn man sich hier hinstellt und die Viecher runterklopft. Oder halt die Menschen. Endlich! Verstärkung! Jetzt zeigen wir es diesen Nichtsnutzen. Ein Spion? Ihr meint doch nicht Meister Dodan, oder? Ihr irrt euch. Meister Dodan ist der edelste, loyalste und wunderbarste Gardist, der im Dienst ist. Aber er ist auch impulsiv. Er fand eine Karte zu einem Versteck und wollte dem Piraten selbst eine Lektion erteilen. Jetzt ist er in einem Käfig gefangen. Ich wollte den kleinen Meister gerade selbst retten gehen. Aber jetzt könnt ihr die Führung übernehmen. Dodans Käfig ist von Neulingen der schwarzen Ramme umstellt. Lasst euch nicht davon täuschen. Es sind harte Kerle.
seht euch vor. Also bisher waren es noch keine harten Kerle. Das sind doch die hier. Schwarze Ramme. Okay, jetzt heißt die beiden sind jetzt. Wie weit wir das machen können. Ja, das ist halt natürlich der große Nachteil an Berserkern. Also ausweichen kann man denen einigermaßen ziemlich leicht, ja. Okay, hier wird schon etwas schwerer mit dem Ausweichen. Wenn der uns hier abschießt mit irgendwelchen Feuerbällchen. Hat er da 27 gegeben? Ich bin Dodan, wer sonst? Ihr kommt wie geplant. Ich wusste, Sol-Jun würde mir jemanden schicken. Er ist ein Fan von mir. Da ist jemand aber ganz schön eingebildet. Macht euch bereit, gleich geht's los. Richtig gehört. Ihr habt die Ehre, Teil meines grandiosen Plans zu sein. Da drüben seht ihr das Flaggschiff der Schwarzen Ramme. Ich habe gehört, es ist voller Munition und Sprengstoff. Das ist mein Plan. Wir jagen es mit der Kanone in die Luft. Das gibt ein feines Freudenfeuer für uns. Ihr könnt jetzt gehen. Ich habe volles Vertrauen in euch. Als Gegenleistung für eure Hilfe dürft ihr auch die Kanone zünden. Endlich habe ich die Schwarze Ramme erledigt. Ihr Glückspilz seid beim explosiven Finale dabei. Also der denkt nur Scheiße, wenn es jetzt seine Gedanken sind. Ja, also gut, darf ich alleine jetzt machen, ne? Wahrscheinlich wird er am Ende sagen, dass er alles gemacht hat. Ja, okay, ist echt ganz cool eigentlich. Oh Gott, ist er stark? Ist er stark? Geht. Eure Waffe ist beschädigt und erfordert eine Reparatur. Ja, wenn die mir auch schon so eine halb zerstörte Waffe geben. So, mal gucken, was er zu sagen hat. Da kommt eine Szene. Das war, glaube ich, das Schiff, was wir da zerstört haben. Was hier so fröhlich brennt. Nehmt das, ihr Schurken! Seht nur, wie sie abhauen, die Feiglinge! Wow, Guan war richtig wütend. Ist er überhaupt... Ihr kennt Guan nicht? Stimmt, ihr kommt ja vom Berg oder so. Er ist der Chef der Schwarzen Ramme hier. Ziemlich harter Kerl. Gut, dass er bei der Explosion verletzt wurde. Er ist stark wie ein Knorr-Ochse. Wenn wir ihn wiedersehen, wird er verrückt vor Wut sein. Wir müssen uns auf den Gegenschlag vorbereiten. Wind wandeln wir zurück, bevor Guan uns einholt. Gut, dass ihr ein Genie wie mich an eurer Seite habt. Wind wandelt, um im Nu an einen bestimmten Ort zu gelangen. Aha. Drückt M, um die Karte zu öffnen. Dann seht ihr eine Markierung. Klickt darauf und haltet euch gut fest. M. Zeichen, klicken. Okay. Festhalten. Ich halte mich an meinem Stuhl fest. Und irgendwelchen komischen Bewegungen kommen. Fatz. Wechseln wir. Okay, jetzt kommt der Ladebildschirm. Wenn der Ladebildschirm kommt, kann man sich ja noch überlegen, ob es vielleicht fast intelligenter wäre, doch zu laufen. Ah, okay. Also wenn man hier oben liest, Grashüpfer, ihr könnt euer Ansehen steigern, indem ihr Vertreter der gegnerischen Fraktion besiegt. Fragt sich gerade nur. Okay, das sind wahrscheinlich die hier. Für eine Seite, indem ihr den Ruf einer verfeindeten Fraktion verfolgt. Okay. Ich habe jetzt noch gar keine mit so einem Zeichen gesehen. Ich weiß doch gar nicht, was das bringt. Also rechts sieht ein bisschen aus wie Eis und links wie Feuer. Aber, also dementsprechend noch Feuer. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Hier drüben. Mhm.
Gut, aber ich würde sagen, dann war es das auch langsam mal wieder. Wir sind jetzt über 50 Minuten, oder? Ein bisschen, ein kleines wenig über 50 Minuten. Ich würde sagen, das war jetzt erstmal genug. Wir sind gut durchs Tutorial gekommen und durch den Anfang, ich denke, jetzt hat man eigentlich schon einen einigermaßen gutes Bild über das Spiel. Das heißt, öfters kommen mal so kleine Szenen zwischendurch oder auch größere. Und es passiert ziemlich viel. Also es ist nicht nur so ein ganz normales Game, wo man rumläuft und seine Quests irgendwie macht. Also hier ist alles ziemlich geil in irgendwelche kleinen Filmchen verpackt. Und man bekommt das alles ziemlich gut mit und ans Herz gelegt. Hier auch jetzt mit der Schlacht bei dem bei der Schule, wo alle da gestorben sind, ist einfach cooler, als wenn man da irgendwie drei Leute rüberrennen sieht und dann sterben halt die Meister oder so. Oh, ihr seid zurück, alle sind tot. Ist schon ganz cool eigentlich so, wenn man damit eingebunden wird auch noch. Auf jeden Fall viel, viel besser, also wie ich finde. Kann man auch nochmal okay fliegen. Ja, auf jeden Fall finde ich viel cooler, so wie sie, also wie die Spieleentwickler das gemacht haben. Ja, ich freue mich auf jeden Fall weiter zu spielen. Und ich hoffe dann auch, dass ihr dabei seid. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.